überall ein bisschen was verändert. Durch die Corona-Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen, so eben auch hier bei Take Me Out. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ihr mal seht, bevor ihr vielleicht eine Folge von Take Me Out seht oder überhaupt, um auch zu wissen, was sich da alles verändert hat. Vielleicht habt ihr euch auch schon gewundert, was sich da alles getan hat. Also, wir machen zum Beispiel bei Take Me Out es folgendermaßen. Ich stehe ja immer da in der Mitte mit dem jungen Mann nebeneinander. Und dafür haben wir hier eine Plexiglasscheibe. Die schiebe ich oder jemand anders dann zwischen den jungen Mann und mich. So, pass auf, komm mal mit. Hier. Die steht dann hier, nicht wahr? Und ich stehe auf der Seite und der junge Mann, unser Single-Mann, steht auf der Seite. So, und dann macht das nichts. Dann können wir auch ohne Maske miteinander sprechen. Ist ganz gut. Übrigens sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber das hier ist der sogenannte Heartbreaker. Den haben wir so getauft. Weil der junge Mann, der Single-Mann, natürlich auch nicht zu jedem Single-Date, potenziellen Single-Date, hintreten darf. Er muss ja Abstand wahren und das kann er. Ich zeig's euch, komm mal mit. Also wenn jetzt unser Single-Mann zum Beispiel sagt, mit Anni möchte ich nicht weggehen, ich suche mir eine andere aus, dann muss er hier stehen und das machen. Und dann geht natürlich ein rotes Licht an, geht jetzt nicht wegen Technikprobe und so weiter. Aber das macht er dann bei allen Frauen, weil der Mann ja irgendwann auch selber aussuchen darf, mit welcher Frau er ausgehen möchte, von denen, die zum Schluss noch übrig geblieben sind, die sich selber vorher nicht rausgebuzzert haben. Jetzt seht ihr auch direkt, hier gibt es auch noch Plexiglasscheiben. Das heißt, zwischen den Frauen ist auch dafür gesorgt, dass die ohne Maske da stehend sich gegenseitig nicht anstecken können. Ist eigentlich ganz gut, ne? Da können die quatschen und lachen und reden und so. Und ich trete leider, was ich sehr schade finde, auch nicht mehr so nah ran. Ich gehe etwas weiter an den Damen vorbei. Klappt aber ganz gut. So, hier sitzen ja die Zuschauer. Da darf ich eigentlich nicht hin. In Corona-Zeiten bleibe ich natürlich da oben, aber jetzt sitzt da ja gerade keiner. Wie ihr seht, haben wir das ein bisschen entzerrt. Ne? Klappt ganz gut. Da sind 4 Stühle zusammen, da sind auch 4 und so weiter und so weiter. Also immer deutlich auseinandergerückt. Warum haben wir das gemacht? Dass die Menschen sich untereinander natürlich nicht allzu nah sind. Das macht ja Sinn. Rein kommen alle mit der Maske natürlich auf. Die Masken werden erst abgenommen, wenn es richtig losgeht, wenn hier im Studio die roten Lichter der Kameras angehen. Das gilt für uns alle übrigens, nur mal so nebenbei. Auch bei mir, bei allen, haben alle immer die Maske auf. Es sei denn, alle sind auf ihren Positionen, haben den Abstand gewahrt und die Kameras fangen an zu laufen. Dann erst fump. Weg mit der Kamera. Dann ist für die Mädels manchmal gar nicht so einfach, weil die müssen sich ja dann immer nachschminken. Dann stehen die alle da, das sieht man im Fernsehen nicht. Und dann nehmen die Maske ab, dann pinseln die alle noch an sich rum. Klappt meistens ganz gut. Eine weitere Hygienemaßnahme übrigens bei uns hier, und das finde ich ziemlich gut, weil es schnell geht, ist Fiebermessen. Das war von Anfang an geplant. Übrigens haben die das Konzept wirklich gut zusammengebaut, wie ich finde. Jeder, der das Studio betritt, der die Räume betritt, wird vorher Fieber gemessen. Mit so einem Piep sieht ein bisschen aus, wird man erschossen, aber ist relativ harmlos. Es geht sehr, sehr schnell. Jeder Zuschauer und vor allem eben auch die Damen, die Single-Damen sowie als auch die Single-Herren bei uns, die Jungs und Mädels, sind alle vorher Fieber gemessen. Das heißt, wir wissen ganz genau, hatte jemand nur leicht erhöhte Temperatur, buzzer, der kommt gar nicht erst ins Studio. Es wird alles desinfiziert, übrigens auch alle Pulte, jeder Buzzer wird doppelt desinfiziert. Wir Menschen werden auch komplett desinfiziert. Nein, das war nur ein Spaß, aber alles andere stimmt, es ist wirklich alles desinfiziert. Und so ist in Corona-Zeiten dafür gesorgt, dass hier keiner dem anderen so richtig nahe kommt. Es ist ein bisschen ungewohnt, das gebe ich zu. Am Anfang war es echt ungewohnt, aber es hat sich gut eingespielt. Also es geht alles genauso wie vorher, es fühlt sich nur im ersten Augenblick ein bisschen anders an. Aber tolle Singles. Ein ganz netter Moderator, das Studio ist dasselbe. Ein Gefühl für uns so zu Hause wie immer. Gott sei Dank. Und euch noch viel Spaß mit Take Me Out, okay? So, ich gehe jetzt die Scheiben putzen.